Inwiefern könnte die Impfpflicht für Bundeswehrsoldaten als Eingriff in individuelle Freiheitsrechte betrachtet werden? Und welche Maßnahmen wurden denn überhaupt ergriffen, um auch sicherzustellen, dass solche Eingriffe angemessen begründet bzw. abgewogen sind? Das letzte ist eine sehr gute Frage. Also es ist definitiv ein Eingriff in die Freiheitsrechte. Muss man wissen natürlich, bei Bundeswehrsoldaten, das ist ja eine besondere Gruppe, wo auch Grundrechte in einer gewissen Weise durchaus auch eingeschränkt sind. Aber natürlich, wenn man sich das Ganze auch anschaut, wir kennen ja auch Zahlen aus der Bundeswehr. Kollege Thomas Dietz hat eine Anfrage auch an die Bundesregierung an der Stelle gestellt. Und da kam heraus, dass über 106.000 Bundeswehrsoldaten nach der Corona-Impfung an Corona erkrankt sind. Und da muss man sich natürlich schon mal die Frage stellen, also wenn die Bundeswehr selbst diese Daten auch hat und weiß, grundsätzlich galt ja immer, was hat man bei der Corona-Impfung kommuniziert? Man hat kommuniziert, naja gut, die Impfung, die schützt jetzt nicht unbedingt zum Anfang vor der Infektion. Ja, ja, am Anfang hat man gesagt, es schützt vor der Infektion und dann ist Corona vorbei, wenn sie sich impfen lassen und so weiter und so fort. Später hat man dann zugeben müssen, ja, vor der Infektion schützt sie nicht und vor der Erkrankung schützt sie auch nicht. Sie können alle Corona bekommen und sie können auch krank werden. Und dann hieß es, vom schweren Verlauf schützt. Und dann haben wir aber die Intensivregisterzahlen gesehen. Die letzten Divi-Intensivregisterzahlen besagen, dass 87% der Corona-Intensivpatienten vollständig geimpft waren. Heißt, auch vom schweren Verlauf habe ich keinen sicheren Schutz. Sondern ganz im Gegenteil, wenn ich 13% nur Ungeimpfte auf den Intensivstationen habe, aber 25% der Bevölkerung ungeimpft sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen Geimpften auf der Intensivstation, als Corona-Intensivpatient wohlgemerkt, zu landen, deutlich höher wie für einen Ungeimpften. So, also das sind die statistischen Zahlen. Und die statistischen Zahlen von der Bundeswehr zeigen auch, dass bei der Bundeswehr die Zahl der Corona-Infektionen seit der Impfpflicht deutlich erhöht ist im Vergleich zur Gruppe der 18- bis 60-Jährigen, also diese Vergleichsgruppe in der Gesamtbevölkerung. Und wir wissen ja auch bei der Bundeswehr, was ist die Bundeswehr für eine Gesellschaftskohorte? Die Bundeswehr ist eine deutlich überdurchschnittlich fitte Gesellschaftskohorte. Ja, also wenn sie irgendwie schwer körperlich krank sind oder sowas, dann kommen sie nicht zur Bundeswehr. Sondern das sind ja Leute, die tatsächlich auch in der Lage sein müssen, gegebenenfalls das Land zu verteidigen und sowas. Das ist eine überdurchschnittlich fitte Gruppe. Das heißt, überdurchschnittlich fitte sind diejenigen, wo wir wissen, ja, bei denen verläuft Corona eigentlich in der Regel mild. Der durchschnittliche Corona-Tote ist 82 bzw. 83 Jahre alt und der hat in der Regel auch nur noch wenige Wochen zu leben von seiner Lebenserwartung. Das ist der durchschnittliche Corona-Tote. Und bei Kindern gab es praktisch keine relevanten schweren Corona-Fälle. Bei wirklich fitten Menschen, erwachsenen Menschen, gab es auch keine relevanten schweren Corona-Fälle, sondern die gab es nur in diesen Altersgruppen, wenn bei Menschen, die wirklich schon an anderen Sachen schwer erkrankt waren, die beispielsweise irgendwie schwer krebskrank waren, schwer autoimmun erkrankt gewesen sind oder sowas. Also die gewisse andere Erkrankungen hatten, die schon den Menschen relativ stark anfällig gemacht haben. Und die dann auch mit Corona Probleme gehabt haben. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Willkürmaßnahme, die auch das Bundesministerium für Verteidigung, denn die sind ja zuständig, und der Herr Pistorius, ich habe ihn auch mehrfach da drüben schon befragt im Plenum, nicht rational begründen können. Es ist auch besonders spannend und bizarr, dass auf der einen Seite der Bundesminister für Gesundheit, nämlich Karl Lauterbach, offiziell verkündet hat, Corona ist vorbei. Und sein Kollege Pistorius jetzt im Herbst wieder dazu aufgerufen hat, dass die Soldaten doch jetzt nochmal eine erneute Auffrischungsimpfung zu sich nehmen sollen. Und man dort auch diejenigen, die gesagt haben, ich bin gerne bereit, alles zu tun, um meinem Vaterland zu dienen, aber diese Impfung möchte ich nicht auf mich nehmen, weil tatsächlich die Zahlen zeigen, es gab bei der Bundeswehr auch schon, ist vor Gericht von der Bundeswehr zugegeben worden, dass es mindestens einen Impftoten gegeben hat und so weiter und auch Leute mit schweren Nebenwirkungen bei der Bundeswehr gegeben hat. Und der gesagt hat, ich habe als Soldat, und das kann ich vollkommen nachvollziehen, ich habe als Soldat die Pflicht, meine Wehrtüchtigkeit zu erhalten. Und ich sehe, dass diese Impfung eine größere Gefahr für meine Wehrtüchtigkeit ist, als eventuell eine Corona-Infektion das wäre. Und dementsprechend lehne ich diese Impfung ab. Da gab es jetzt auch schon diverse Gerichtsverfahren, es gab auch schon Freisprüche an der Stelle von Soldaten dafür. Und ja, wir als AfD kämpfen weiter dafür, dass diese Impfpflicht dort abgeschafft wird. Wir haben es geschafft, die generelle Impfpflicht für alle zu verhindern.
Es ist inzwischen auch diese Impfpflicht, die es im Gesundheitswesen gegeben hat, aufgehoben worden. Aber tatsächlich, bei der Bundeswehr gibt es immer noch die Impfpflicht und der Herr Pistorius hält daran eisern fest.